Ja, ich glaube, jetzt am Ende können wir doch zufrieden sein mit dem Punktgewinn nach dem Spielverlauf. Wir wussten, dass es gegen Nordhorn nicht sehr einfach wird, dass Nordhorn wirklich ein unangenehmer Gegner ist. Und ja, wir hatten uns eigentlich gut drauf eingestellt auf Nordhorn unter der Woche. Und ja, die Leistungen der letzten Wochen konnten wir heute leider nicht so ganz erfüllen. Ich glaube, wir lassen einfach zu viele Bälle liegen. In der Abwehr hat es dann irgendwo auch gefehlt, der nötige Einsatz vielleicht auch. Dazu kommen dann noch ein paar Fahrkarten vom 7-Meter-Strich. Und das ist wie immer in der Bundesliga, wenn du deine 100% nicht bringst, dann kommt eben so ein Gegner wie Nordhorn, der vom Papier her vielleicht einfacher ist. Ja, aber auch das kann dazu führen, dass man darüber stolpert. Aber letzten Endes können wir, glaube ich, zufrieden sein mit dem Punktgewinn nach dem Spielverlauf. Und ja. Ich glaube einfach, dass es an den vielen Fehlern von uns gelegen hat. Jetzt nicht unbedingt an der Stärke von Nordhorn, sondern einfach, dass wir unser Spiel nicht zu 100% erfüllt haben. Und dann kommt sowas eben zustande. Ich glaube aber, dass wir daraus auch unsere Lehren ziehen können, dass wir einfach mit 100% beim Spiel da sein sollten. Und gegen Stuttgart machen wir es besser. Jetzt direkt erstmal nicht, aber ich glaube, zu einem Derby gibt es auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, da weiß jeder in der Mannschaft, was das für eine Bedeutung für den Verein hat. Und dementsprechend stellen wir uns darauf ein und wollen am Samstag die 2 Punkte wieder nach Göppingen mitnehmen. It was a very hard game for us. Nordhorn really played good today, and I think the main reason of this result is our misses. We miss, I think, 6 penalties and have a lot of misses. Shoots. What we can do? We have game for 6 days. We must prepare, but it's okay. It's 1 point. We must go. We must look forward, and that's it.